Hi Leute, das Samu hier. Da tatsächlich schon viele gefragt hatten, wie es sich verhält mit dem Global Event. Es kam viele in den Stream rein, die gesagt haben, ich weiß nicht, das nervt mich ein bisschen, ist ein bisschen komisch, verstehe ich nicht ganz und so. Wollte ich das Video hier machen und euch einfach mal den für mich persönlich besten Weg zu zeigen, wie man dieses Event effektiv spielt, wie es Spaß macht und was es überhaupt kann. Ne? So, wie gesagt, Global Events sind immer Events, die ein, zwei Wochen gehen und das Gun- und Gameplay so ein bisschen, besonders das Gameplay so ein bisschen verändern durch eine gewisse Mechanik, die dem Agent mehr Power verleiht und dass man sich ein bisschen umstellen muss und es im Prinzip Spaß bringen soll. Das war vorher nicht so, da war es nur eine Handvoll Events, beziehungsweise die meisten haben reanimiert, ein bisschen gespielt, aber die meisten Leute haben sich auf Goldene Kugel gefreut. Wie jetzt auch, Goldene Kugel ist halt ein geiles Event. Im Moment ist halt Polaritätswechsel, das war eines der Events, was nicht so gern gespielt wurde, aber daraufhin war jetzt im Project Resolve, kamen halt Änderungen für nahezu alle Global Events. Und das Global Event Polaritätswechsel läuft quasi so ab. Ja. Pass auf, ihr seht hier am Arm jetzt, dass ich hier so eine orangene Markierung habe. Wenn ich die Waffe wechsle, ändert sich die Markierung zu blau, was einem Minuspol entspricht. Ne? Minuspol, Pluspol. Dieser Wechsel findet während eines Waffenwechsels statt oder wenn ich die Waffe nachlade. Ja, das ist in beiden Fällen der Fall. Oder aber wenn ich einen Nahkampfangriff mache. Aber wer macht einen Nahkampfangriff? Das könnt ihr getrost ignorieren. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr in der Gruppe seid. Jetzt werden wir bei der Controller runtergefallen. Wenn ihr in der Gruppe seid, dass da nicht irgendjemand rumturnt und haut die ganze Zeit die Gegner bei einem Tankbild spielt oder so, das kann euch natürlich ein bisschen aus dem Konzept bringen. Aber prinzipiell, solltet ihr darauf achten, dass ihr halt hier, ihr seht halt hier vorne Gegner, der hier, der hat jetzt einen Minuspol, das heißt, wir müssen wechseln, schauen, dass wir auch einen Minuspol haben und machen jetzt erhöhten Schaden an ihm. Das Gute ist, und eine der besten Änderungen für das Global Event hier ist, dass wenn ich den Gegner jetzt downschieße, sich meine Waffe automatisch nachlädt. Was natürlich immense Vorteile mit sich bringt. Was natürlich immense Vorteile mit sich bringt, da, ihr wisst ja, durch einen Waffenwechsel und so sich die Polarität ändert und ihr dadurch in Bredouille kommen könnt. Was ihr natürlich jetzt machen könnt, was ich euch empfehlen würde für das Event, was richtig geil ist, jetzt abgesehen von dem LMG-Bild, das ich gebaut habe, scheißegal, ne? Könnt ihr bauen, müsst ihr nicht, vollkommen wurscht. Könnt ihr das andere Bild spielen, aber nehmt LMGs oder Waffen, die mal mindestens 100 Schuss haben, dass ihr safe sein könnt, dass ihr einen Gegner auch down bekommt, wenn ihr ihn im Target habt. Weil, klar, die LMGs haben meist immer eine hohe Munitionskapazität und machen guten Damage. Jetzt so, seit Project Resolve haben die so ein kleines Revival bekommen und noch ein bisschen mehr Damage kassiert. Und ne, schaut halt, wie gesagt, dass ihr mehr Munition drin habt, weil ihr es dadurch schafft, Gegner down zu schießen. Hier, jetzt zum Beispiel, na gut, der hat nichts mehr. Aber ihr seht, nicht den Gegner baller, dass sich die Munition sofort wieder auffüllt. Hier, der hat Minus, das heißt, wir machen einen Waffenwechsel. Bin ins Knie und die Waffe ist nachgeladen. Und so habt ihr einen richtig geilen Gameplay-Loop. Ne? Ihr müsst euch halt ein bisschen drauf einstellen. Ihr braucht wahrscheinlich ein paar Runden, um reinzukommen. Aber wenn ihr einmal drin seid, dann ist hier blau, hier rot, hier blau. Oh, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Ist ein bisschen weit weg. Ah, jetzt muss ich nachladen. War natürlich jetzt doof. Natürlich ist es weg, muss ich die Waffe wechseln und dann geht die ganze Chose weiter, ne? Ihr seht's. So. Echt kurzes Video. Mehr wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. Ich wollte euch eigentlich nur ein bisschen ermutigen, das Event zu spielen, weil es wirklich so Spaß macht, ne? Und ein bisschen läuft's ja noch. Wir bleiben jetzt halt, ja, drei Tage ungefähr bis Dienstag und dann haben wir fast schon Goldene Kugel, eine Woche Pause und bekommen dann die Goldene Kugel. Aber halt für die nächsten Male
wisst ihr Bescheid, wenn Polaritätswechsel kommt, keine Panik davor. Spielt das Ganze, es macht wirklich Spaß. Und ja, das war's von mir, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.